Ja, jetzt so kurz nach dem Spiel natürlich schwierig zu sagen. Sind natürlich sehr, sehr schlecht ins Spiel reingekommen, haben dann aber direkt die Antwort gegeben, konnten dann ausgleichen mit dem 1-1. Und ja, ich glaube, dann war es ein relativ offenes Spiel gewesen. Wir hatten ein paar ganz, ganz gute Chancen, ein paar gute Umschaltmomente, wo der letzte Pass dann über außen nicht so richtig in die Box beim Mann ankam. Ja, hinten dann trotzdem auch ein, zwei Mal ein bisschen Glück gehabt, dass Viktoria da nicht direkt wieder trifft. Und ja, kriegen dann relativ doofes Gegentor zum 1-2, wo wir nicht so richtig Druck drauf kriegen und der Gegner sich den Ball nochmal zurechtlegen kann im 16er. Ich glaube, das hätten wir insgesamt besser verteidigen müssen. Haben uns dann natürlich viel vorgenommen für die zweite Halbzeit, aber irgendwie, ja, war es heute, glaube ich, von allen durchweg ein bisschen zu wenig gewesen. Das müssen wir uns ankreiden lassen, das müssen wir aufarbeiten. Wir müssen einfach sagen, dass das heute nicht unser Tag war und dass das jetzt auch nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, dass wir schnellstmöglich natürlich wieder in die Spur kommen, dass wir 3 Punkte holen. Aber ich glaube, ja, dass wir das jetzt erstmal morgen intern aufarbeiten müssen. Das ist schon ein kleiner Tiefschlag, der uns aber jetzt nicht aus der Bahn werfen wird. Dafür sind wir zu gefestigt aus meiner Sicht und müssen einfach gucken, dass wir wieder deutlich kompakter stehen. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viele Chancen zugelassen, ungewohnt viele Chancen zugelassen, auch für den Gegner. Und ja, auch dann wieder ein bisschen mehr beim Spiel mit dem Ball, auch ja, was die Aggressivität gegen den Ball betrifft. Also das sind einige Punkte, glaube ich, die heute einfach nicht so gepasst haben, die man anders von uns kennt und die müssen wir einfach wieder schnellstmöglich reinkriegen. Ja, erste Tor spricht für sich, habe ich den Gegner eingeladen. Ja, darf so nicht passieren, ist natürlich bitter. Tut mir für die Mannschaft leid, weil wir, denke ich, schon eigentlich gut im Spiel waren, auch wenn es der am Anfang war, aber das zeigt dann die Reaktion zum 1-1 durch den Elfmeter. Und dann hatten wir auch durchaus die Chance, in der ersten Halbzeit noch in Führung zu gehen. Hat heute ein bisschen so auch das Quäntchen Glück vorne gefehlt, aber ja, heute müssen wir den sauren Apfel beißen, dann verloren. Die negativen Sachen heute aufarbeiten und nächstes Mal wieder positive Sachen ummünzen.